Ich befürchte, so einfach ist das mit der A7 S3 nicht. Dann kratzen wir mit dieser Kamera ganz deutlich am professionellen Bereich. Eigentlich ist es einfacher zu sagen, für wen die Sony A7 S3 nicht gemacht wurde. Sony hat gerade die A7 S3 vorgestellt. Im Endeffekt eine Kamera mit 12 Megapixeln für voraussichtlich 4.200 Euro. Da ist doch die Frage, für wen ist die Kamera gedacht, wer profitiert von ihr und wer sollte am besten die Finger von ihr lassen? Und genau diese Fragen beantworte ich euch in den kommenden Minuten. Momentan ist der Hype nach der Vorstellung der A7 S3 riesig und alle überschlagen sich vor Begeisterung. Die Kamera hat eine super Bedienung, hat eine super Filmqualität, hat einen super Dynamikumfang, hat super Framerates, ist super in Lowlight, hat einen super RAW-Output, sie überhitzt nicht und sie hat kein Aufnahmelimit. Uff, wow. Aber heißt das jetzt einfach, alles ist super oder was? Ich befürchte, so einfach ist das mit der A7 S3 nicht. Denn in der Vorstellung von Sony gab es einen Begriff, der immer wieder genannt wurde, nämlich Professional. Professional, 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 professional. Professional hier, professional da, professional dort. Und genau das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns für die Kamera interessieren. Denn die A7 S3 hat tatsächlich viele professionelle Features, wie zum Beispiel den HDMI-Anschluss in voller Größe oder die verbesserten logarithmischen Farbprofile. Überspitzt könnte man sagen, dass die Sony A7 S3 so etwas wie der kleine Bruder der größeren Sony FX9 ist. Und das ist schließlich eine reinrassige Cinema-Kamera für knapp 15.000 Euro. Eigentlich ist es einfacher zu sagen, für wen die Sony A7 S3 nicht gemacht wurde. Nämlich für Leute, die auch viele Fotos machen wollen, denn dafür sind die 12 Megapixel wahrscheinlich nicht genug. Genauso wenig für Leute, die einen einfachen Workflow haben wollen, denn da stehen die großen Datenraten und vor allen Dingen der neue Codec im Weg. Aber dazu gleich mehr. Auch Einsteiger oder Anfänger, die vielleicht eine eher günstige Kamera suchen, sind hier fehl am Platz. Schließlich ist die A7 S3 eine reinrassige Videokamera im Prosumer-Segment. Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz die Besonderheiten anschauen. Den vollen Dynamikumfang von 15 plus Blendenstufen bekommen wir nur, wenn wir in S-Log3 filmen und das ist nach meiner Erfahrung nicht ganz ohne. Gerade die Belichtung von S-Log3 ist ziemlich tricky und man kann in vielen Situationen eben einfach nicht nur 2 oder 3 Blendenstufen überbelichten, sondern bräuchte eigentlich Falschfarben oder zumindest mehrere Zebras, einmal für die Hauttöne, einmal für die Spitzlichter. Dazu kommt dann noch der neue Codec auf Basis H265 in 10-Bit 422. Damit kämpfen anscheinend alle aktuellen PCs, egal ob Windows oder Mac. Max Jurjew hat dazu ein interessantes, ausführliches Video gemacht, auf das ich verlinke. Das Video ist leider aber nur in Englisch. Im Endeffekt heißt das, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder einen Proxy-Workflow brauchen oder das Videomaterial vor dem Schnitt transkodieren müssen. Toll ist das beides aber nicht. Außerdem kommt noch die Frage nach den Aufnahmemedien dazu. Gerade die neuen CF Express Typ A Karten gehen da richtig gut ins Geld. Da sind schnell nochmal 1000 Euro oder vielleicht sogar mehr zusätzlich weg. Wenn wir uns also das Gesamtpaket rund um die Sony A7 S3 angucken, dann kratzen wir mit dieser Kamera ganz deutlich am professionellen Bereich. Das ist für mich sozusagen die bittere Pille, die ich mit dieser Kamera schlucken muss und ich weiß nicht, ob das aktuellen allen so Begeisterten ganz klar ist. Das Filmen mit der A7 S3 ist einfach eine andere Hausnummer als das Filmen mit der A3 oder der A7 R4. Und damit können wir dann jetzt auch endlich die Frage beantworten, für wen denn diese Kamera genau richtig ist. Das ist zum einen jeder, der viel Wert auf eine Kamera mit einem kleinen Formfaktor und trotzdem professioneller Leistung legt. Zum anderen jeder, der eine wirklich sehr gute Videoqualität haben möchte und der dafür bereit ist, große Datenmengen und S-Log3 in Kauf zu nehmen. Und natürlich für jeden, der viel Wert auf 4K in 120 FPS legt oder der oft in Lowlight unterwegs ist. Mit diesen Kriterien ist die A7 S3 nach meiner Meinung am ehesten etwas für Leute, die Geld mit ihr verdienen wollen. Sie eignet sich sicherlich hervorragend für Musikvideos oder Corporate-Projekte, mit Einschränkungen auch für Event- oder Hochzeitsfilmer.
Hier muss man sicherlich schauen, ob der Aufwand im Schnitt und in der Postproduktion wirklich vertretbar ist, wenn man nicht gerade Ray Roman heißt und die Hochzeiten so hier aussehen. Für den Hobbyfilmer ist die Kamera wahrscheinlich eher nur etwas, wenn man ziemlich ambitioniert ist und einen der Preis nicht abschreckt. Dann allerdings wird man sie sicherlich lieben. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr die Zielgruppe für die neue Sony A7S III seht und ob ihr euch persönlich für die neue Kamera interessiert. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und klickt gerne auf den Abo-Knopf, wenn ihr hier auf meinem Kanal mehr Informationen rund um das Thema Filme machen bekommt. In diesem Sinne, macht's gut